Super, machen wir also weiter. Jetzt nach dieser kurzen Detour mit dieser Mutual Exclusion, jetzt habe ich hier hoffentlich Ihr Gehirn wieder angeregt, das ein bisschen die Race Conditions wieder on top of the mind zu haben, sozusagen. Und jetzt gehen wir mal zurück zu den Barrier. Ja, wir wollen das ja noch lösen, wir haben es ja nicht geschafft am Anfang. So, jetzt haben wir wieder diese N-Prozesse, wunderbar. Jetzt haben wir wieder unsere Semaphore Barrier und unsere Mutex. Semaphore, also jetzt mache ich einfach mal zwei Semaphoren. Jetzt mache ich noch einen Mutex dazu, weil wir hatten ja in der vorherigen Folge gelernt, ich brauche irgendwie so einen Mutex für dieses Count plus plus. Wie Sie korrekt festgestellt haben, könnten Sie dieses auch mit einer atomaren Operation machen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal einen Mutex hier. Ja, also, ja, dieser Mutex wird auf 1 gesetzt. Ja, das ist im Endeffekt eine stinknormale Semaphore, die angeschaltet ist per Default. Die Barrier-Semaphore, die ist natürlich 0 und Count ist wieder 0. Ja. So, und erinnern Sie sich dran, das läuft wieder Schleifen hier, aber hier spielt es noch keine große Rolle, es kommt später. Okay, so was ich jetzt mache, ich nehme einfach dieses Count plus plus in meinen Mutex. Ja. Dann habe ich doch schon mal diese Race Condition ausgeschaltet. Problem Nummer 1 gelöst. Problem Nummer 2 war ja irgendwie, dass nur ein Prozess dieses Release macht, nämlich genau der letzte, und dann ja nur ein Prozess weitergehen kann. Ja, wie kann ich denn das jetzt lösen? Ja, das ist auch eine relativ einfache Idee. Ja, nee, Sie wissen, also ich will das jetzt nicht nochmal durchspielen, aus Zeitgründen einfach, aber wenn jetzt der letzte Prozess kommt und das Release hier macht, dann wird ja irgendein Prozess dieses Acquire verlassen. Ja? Aber nur einer von den Wartenden. Also hier an der Stelle warten n-1 Prozesse. Prozess n macht dieses Release jetzt hier. Ja? Und dann wird einer von denen weitergehen. Und wenn dieser einer jetzt natürlich wieder ein Release macht, ja, dann wird der nächste weitergehen. Und dann der nächste, weil der ja wieder ein Release macht. Und dann der nächste, bis alle raus sind. Also haben wir doch jetzt beide Probleme gelöst, oder? Ja, wäre ja nicht meine Vorlesung, wenn da nicht ein Fehler drin wäre, aber so. Ja, das ist das Turnstile-Prinzip. Das funktioniert ja schon mal ganz gut. Ja? Vermutlich mal haben Sie jetzt verstanden. Ne? Also die gehen Schritt für Schritt, ist keine Parallelität leider drin, aber zumindest funktioniert es. Die gehen Schritt für Schritt durch. Der letzte Prozess schaltet den nächsten frei. Der geht raus, oder sie geht raus, und schaltet dann wieder den nächsten frei. Immer Schritt für Schritt, ja, dieses Turnstile. Okay. Jetzt ist die Frage, funktioniert das für eine Iteration? Jetzt kommt nämlich hier die viele Iterationen ins Spiel. Ja, die Antwort ist einfach ja, hatte ich Ihnen ja gerade gesagt. Wieso bleibt der Thread bei Acquire stehen? Ja, weil halt die Semaphore 0 ist. Wenn die Semaphore 0 ist und ich die akquirieren will, dann warte ich, bis irgendjemand anders die Semaphore 1 schaltet. Na, das ist das Basisfunktion der Semaphore. Und das passiert ja in diesem Release, nämlich für den Enden-Thread. Okay? Gut. So, funktioniert für eine Iteration. Wunderbar. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn der Wert von Count und Barrier nach dem Aufruf? Ja, genau, einer hat schon ein potenzielles Problem gefunden. Ja, ich möchte noch, das müssen aber alle sehen, deswegen mache ich das ein bisschen langsamer. Ja, jetzt schauen wir uns das doch mal an. Also das Problem ist ja erstmal, dass wenn ich das iterativ mache, dann falle ich hier raus und habe am Ende Count ist gleich n, ja, und Barrier ist gleich 1. Ja, das haben Sie bestimmt schon gesehen. Und das ist, oh, jetzt habe ich es natürlich hinter mich geschrieben. Ja, Count gleich n und Barrier ist gleich 1. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn ich dann hier wieder Count plus plus mache, dann habe ich ja niemals Count gleich n wieder. Ja, okay, also irgendwie muss ich das wieder resetten am Ende der Iteration. Ja, das können wir jetzt mal machen. Ist ja nicht weiter kompliziert, also mache ich das einfach mal so. Hier, das hier oben hat sich nicht geändert. Ja, das ist mein Turnstile Barrier. Das ist mein Mutex plus plus. Und hier unten sage ich jetzt einfach, ja, jetzt mache ich einfach mal Mutex minus minus und ich akquiriere den Barrier, wenn der für den letzten Prozess. Ja, klingt doch super, ja, das ist ein perfekter Fix. Ja, hänge ich das hinten dran und damit, wenn ich jetzt iterativ laufe, habe ich, also ich mache mich ja verrückt hier, habe ich das Problem gelöst. Ja, super, kein Problem. Ja, neues Problem, was Kommilitone von Ihnen schon angesprochen hatte. Ich lasse Ihnen einfach mal. Jetzt mit diesem Code hier, 30 Sekunden Zeit. Das ist nicht ganz trivial zu sehen, aber genau das geschulte Auge sollte das sehen, das Problem. Und darum geht es mir ja in dieser Vorlesung. Ich möchte Ihr Auge schulen.
oder vielleicht ihr Gehirn schulen an der Stelle, solche Probleme einfach zu sehen. Und das wird nur durch viel Übung kommen. Also bei mir ist das durch Übung gekommen. Man simuliert aber durch, was passieren könnte. Nehmen Sie ein Beispiel mit 2 oder 3 Prozessen und schauen sich so typischerweise nicht geschützte Regionen an, also nicht atomare Regionen, und da kann da irgendwas schiefgehen in nicht atomaren Regionen. Ja. Können Sie auch versuchen, das zu beweisen, aber das schaffen Sie nicht in 30 Sekunden. Genau, das ist ein Problem. Aber die Ursache des Problems ist leicht anders, aber das kann passieren. Ja, ja, ich warte mal, machen wir weiter. Nämlich, da gibt es eine Race Condition jetzt hier wieder mal. Nämlich genau, wenn ein Prozess, also ich habe wieder 3 Prozesse, ja, ein Prozess kommt, macht dieses Plus Plus und jetzt bleibt hier stehen. Ja? Und jetzt bleiben alle Prozesse hier stehen zum Beispiel. Einfach in dieser Operation und warten. Und dann gehen alle gleichzeitig in dieses Count gleich N. Und dann releasen alle gleichzeitig den Barrier. Oh, schlecht. Ja. Dann habe ich dann den Barrier ganz oft released. Und dann wird es hier unten, wenn die dann sequenziell durch das Acquire gehen, dann resetten die den nicht. Ja? Also dann hat der Barrier dann einen Wert größer 0 am Ende. Ja? Dann kommt der, wenn der hier oben wieder reinkommt, dann sagen wir mal, der Barrier ist gleich 1. Und dann wird der erste Prozess durch das Acquire fallen. Und dann fällt der erste Prozess komplett durch. Und dann ist der nächste Barrier kaputt. Ja, also das Deadlock kann passieren, aber es kann auch passieren, dass einfach ein Prozess vorn wegrennt. Weil alle in dieser blöden Race Condition warten. Okay? Ja? Und jetzt können wir das wieder mit Invarianten formulieren. Also Invarianten sind immer sehr sinnvoll, weil Invarianten sind einfach Beweise, die man führt, wenn sie sagen, okay, ich brauche folgende Eigenschaften des Codes, müssen erfüllt sein, damit dieses Programm korrekt ist. Ja, also hier könnte man zum Beispiel sagen, nur wenn alle Prozesse des Turnstile, also dieses Ding hier, erreicht haben, wird es zum ersten Mal geöffnet. Ja, das stimmt in diesem Fall. So, die zweite Invariante könnte sein, wenn alle Prozesse durch den Barrier gelaufen sind, dann ist der Count gleich 0. Ja, das sollte eigentlich auch immer stimmen. Das ist nicht ganz so einfach zu sehen, aber das stimmt. Aber das Problem ist jetzt genau das hier. Wenn alle Prozesse durch den Barrier gelaufen sind, das ist ja eine sinnvolle Invariante, weil ich will ja wieder meinen Initialwert haben, dann muss der Barrier 0 sein. Ja, eben genau wie ich Ihnen gesagt hatte, könnten die sich hier oben versammeln, gemeinsam das Release ein paar Mal machen, ja, und dann ist eben genau nicht Barrier gleich 0 am Ende. Ja? Und damit Sie es wirklich verstehen, möchte ich einfach mal genau das simulieren. Ja, ich habe Prozess 1, Prozess 2 und Prozess 3. Ja, und es fängt natürlich an mit Barrier ist gleich 0. Prozess 1 läuft rein, Count plus plus. Dann ist Count gleich 1. Dann verschwindet Prozess 1 und es wird Prozess 2 kommt dran, macht Count plus plus von mir aus. Prozess 1 ist immer noch weg, Prozess 2 ist jetzt weg, Count plus plus macht es Prozess 3. So, und der Prozess 3 sieht ja jetzt, oh, Count ist gleich 3 und dann macht er jetzt ein Release. Und jetzt kommt Prozess 2 wieder, sieht auch Count ist gleich 3, ja genau wie ich vorher gesagt hatte, und macht wieder ein Release. Okay, perfekt. Ja, dann haben wir Barrier gleich 1 hier nach dieser Zeile, Barrier gleich 2 nach dieser Zeile. Und dann geht Prozess 1, sagen wir, in diesen Turnstile. Ja, und der Turnstile, der ändert ja an dem Barrier nichts. Ja, der dekrementiert und inkrementiert den Barrier. Okay, das ist nicht weiter schlimm, also machen wir minus minus plus plus. Minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, plus. Und damit haben wir den Barrier gleich 2 am Ende der Operation. Und damit ist das tot. Ja, damit ist mein Barrier inkorrekt. Okay, also furchtbar. Jetzt versuchen wir das nochmal. Reusable Barrier, zweite Variante. So, also hat Ihnen ja gesagt, schauen Sie scharf hin und möglichst an die Stelle, die nicht geschützt ist von einem Mutex. Ja, jetzt kann man ja hier sagen, okay, ja, das ist so. Die erste Lösung ist, ja, ich ziehe doch einfach dieses Count-Ding, was vorher hier draußen war, ziehe ich doch jetzt mal in das Mutex rein. Dann ist diese ganze Geschichte hier einfach atomar. Ha! Vielleicht löst es unser Problem schon. Ja, denken Sie nach. okay, ja, was kann da jetzt passieren? Jetzt ist zumindest diese Race-Condition hier an der Stelle weg. Ja? Okay, aber denken Sie immer noch dran, das läuft im Kreis hier. Viele, viele Barriers. So, jetzt gebe ich Ihnen nochmal
30 Sekunden, um sich das hier anzuschauen. Ob das jetzt funktioniert, diese einfache Lösung, einfach diesen Check von dem Count da reinzuziehen, um diese Race Condition zu vermeiden, die ich gerade angesprochen habe. Genau. Einer von Ihnen hat die richtige Lösung. Was passieren könnte, ist es ein Prozess, der erste oder vielleicht auch der zweite oder der Thread, könnte eben einfach durchlaufen durch das ganze Ding und dann wieder oben reingehen und dann Mayhem verursachen. Ne? Also hier mache ich halt ein Thread, ich mache es weg hier. Ja, da kommt halt der erste Thread, der macht hier Count plus plus, funktioniert if Count gleich n, ja, ist halt nicht n. Und dann geht er in dieses Acquire. Okay, das ist vielleicht nicht schlecht. Dann kommt der letzte Prozess, dann ist es gleich N. Und dann gehen diese Turnstiles hier los. Ja, und dann fällt der erste Prozess hier raus. Ja, und jetzt wird es problematisch. Ja, geht das Turnstile halt einfach los. Der erste Prozess fällt raus. Oder auch der zweite oder der dritte. Dann kommt er auf dieses Count minus minus. Das ist nicht. Und was jetzt passiert, der läuft ja sofort wieder oben rein in die Iteration und macht sofort wieder Count plus plus. Könnte ja sein, dass das niemals 0 wird, das Count. Ja, also, da habe ich auch wieder ein Problem. Okay, und das sind dann diese Invarianten hier. Ja, wenn alle Prozesse den Barrier gepasst haben, Barrier ist gleich 0, jetzt habe ich das gelöst. Ja, aber ein Prozess kann jetzt durchlaufen und den Barrier ungleich 0 haben. Ja, also das ist jetzt wieder ein neues Problem. Ja. Es gibt noch ein weiteres Problem, was hier gezeigt ist. N-1 Prozesse können da stecken bleiben, einfach an der Stelle jetzt. Und der eine Prozess, der kann immer durchlaufen. Also ist der Barrier wieder kaputt. Es wird langsam nervtötend hier mit diesen kaputten Barrieren, kann ich schon verstehen. Jetzt zeige ich Ihnen einfach mal den richtigen Barrier. Two-Face-Barriers. Und typischerweise, wie Sie das auch schon sehen, das ist auch wieder ein fundamentales Konzept, was Sie zum ersten Mal sehen. Wir werden es später nochmal wiederholen in dieser Vorlesung. Zwei Phasen. Nämlich eine even und eine gerade und eine ungerade Phase. Somit kann man solche Probleme, die durch Iterationen auftreten, beheben. Ja, also man hat irgendwie eine Sache, die in den geraden Iterationen passiert und eine andere Sache, typischerweise genau das Gegenteil, die in der ungeraden passieren. Was wir jetzt machen, ist, wir haben immer noch einen Mutex. Also dieser Mutex ist ja einfach ein langweiliger Log, da ist ja nichts weiter Spannendes hier. Aber jetzt kommen die interessanten zwei Semaphoren. Jetzt haben wir eine Barrier 1 und Barrier 2 Semaphore. Und die acquiren und releasen wir wechselseitig umgekehrt. Ja, und damit ist jeder Prozess entweder in einem geraden oder in einer ungeraden Iteration und wartet entweder auf Barrier 2 zuerst oder auf Barrier 1 zuerst. Ja, wie Sie hier sehen. Also ich kann es nochmal kurz durchspielen, aber das müssen Sie sich etwas länger angucken. Ich glaube, das hilft jetzt nicht, wenn ich das einmal durchspiele. Das brauchst du ein bisschen, Zeit. Ja, aber ich mache es trotzdem einmal. Ja, also ich habe diese Acquire Mutex, also dieses ganze Ding ist einfach wieder atomar, genau wie das hier unten. Ja, wenn, also Count plus plus, klar, wenn der letzte Prozess, der akquiriert dann Barrier 2 und released Barrier 1. Ja, das ist das Wichtige. Ja. Also hier müsste eine Schleife rum sein. Ja, also eine Klammer rum sein, natürlich. Dann machen wir vielleicht mal die Klammer hier hin, damit es wirklich klar ist. Dann akquirieren alle Prozesse Barrier 1 und releasen Barrier, also der Turnstile ist hier auf Barrier 1. Turn 1. Und hier unten haben wir, nicht Fragezeichen, Entschuldigung, Turn 2. Ja, und dann gehen wir herunter und machen das Minus Minus und machen das genau umgedreht. Acquire 1, Release 2. Und jetzt können Sie zeigen, dass das in der Tat korrekt ist. Okay? Das wird jetzt zu viel Aufwand für die Vorlesung, das können Sie sich in der Übung, können Sie sich zu Hause herleiten oder können Sie sich in der Übung nochmal nachfragen, wie man das genau zeigt. Aber man kann jetzt wirklich zeigen, dass es immer eine wechselseitige Blockierung zwischen diesem Barrier 2 und diesem Barrier 1 gibt, um durch eine Iteration zu kommen. Ja? Das ist jetzt, ich benutze jetzt in einer Iteration beide. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass man die auch aufsplitten könnte
und bloß eins dieser zwei, das wäre dann die wirklich fortgeschrittene Variante, in jeder anderen Iterationszahl benutzt. Das geht auch übrigens. Aber hier machen wir es jetzt einfach. Wir benutzen einfach, wir haben im Endeffekt zwei Iterationen in einem Barrier drin. Das macht es viel einfacher zu verstehen. Aber Sie können das auch aufsplitten. Und wenn Sie dann wirklich das schnell machen wollen, würden Sie das wahrscheinlich aufsplitten. Es gibt übrigens sehr viel Literatur dazu. Kann ich empfehlen, wenn Sie sich wirklich mal einen schnellen Barrier angucken wollen, schauen Sie sich den Code hier unten an. Der ist optimiert für x86. Da gibt es fast eine Barrier Competition. Also da kann man dann versuchen, die zu schlagen und einen schnelleren Barrier zu bauen. Und Sie werden sehen, das macht Spaß, da mitzuspielen. Und Sie werden sehen, das ist nicht ganz trivial. Und man kann da recht viele Tricks ziehen, je nach der Architektur. Also ich hatte Ihnen ja hier, hier sind alles keine Tricks, das sind alles so Standard. Man benutzt eben Semaphoren und irgendwelche Locks. Aber eigentlich, was Sie auf x86 machen, diese Barrier hier unten, benutzt dann die Compare-Exchange-Operationen in einer bestimmten Art und Weise, um eben wirklich den schnellsten Barrier zu kriegen. Und das ist ein ganz anderes Muster, so ein Butterfly-Muster, was da verwendet wird. Und nicht diese komische Turnstile, die wirklich sehr langsam ist. Weil der Turnstile hier, nochmal, wenn Sie auf Performance aus sind, dann dürfen Sie so eine Sache natürlich nicht machen. Aber wenn ich n Prozesse habe, müssen die n Prozesse der Reihe nach sich die Händchen geben und dem nächsten Prozess dieses Turnstile geben. Ja, das ist ja furchtbar langsam. Aber wie gesagt, für diese Vorlesung ist es das Einfachste zu verstehen, weil hier kann man noch schön beweisen, dass das geht. Bei dem anderen wird es dann sehr komplex zu beweisen, dass das geht. Okay, was haben wir jetzt gelernt? Dann möchte ich jetzt diesen Teil abschließen. Wir haben also gelernt, was Semaphoren sind. Wir haben gelernt, was Rendezvous ist, also zwei Prozesse. Und wir haben gelernt, also Rendezvous ist einfach ein Spezialfall von Barrier mit zwei Prozessen. Und wir haben gelernt, was ein Barrier ist, nämlich genau N-Prozesse, also verallgemeinertes Rendezvous. So, wir haben auch wieder mal gelernt, was Sie eigentlich schon mehrmals gelernt haben, ist, dass diese Concurrent Programming, also parallele Programmierung, ist extrem fehleranfällig. Und zwar nicht nur Fehler im Sinne von so Standard-Bugs, sondern auch Fehler im Reasoning. Ja, also man kann tatsächlich komplexe Diskussionen darüber führen mit intelligenten Leuten, ob dieser Algorithmus korrekt oder nicht korrekt ist. Ja, das ist nicht ganz trivial. Ist die Frage zu dem Turnstile, möchte ich kurz noch beantworten. Warum ist dieser Turnstile wichtig? Dieser Turnstile ist einfach wichtig, dass man den Barrier nicht verliert. Ja? Das ist tatsächlich den Wert des Barriers. Der muss ja den richtigen Wert haben. Ja? Hätte man nicht den if direkt auf n gleich 0? Nein, das geht nicht. Aber das müssen Sie einfach mal selbst simulieren, warum das nicht geht. Das dauert jetzt zu lange, das zu erklären. Das sind so die ersten Ideen, die man hat. Aber da würde ich versuchen, was Sie auch machen können übrigens, wenn Sie solche Thesen haben, ich empfehle, die einfach mal zu implementieren und dann einen Correctness-Checker, also so ein kleines Programm zu schreiben, was das einfach prüft auf Correctness und dann lang genug laufen lässt. Das wird nicht alle Fehler finden, hatte ich ja bereits gesagt. Es kann Programme geben, die auf Ihrer Architektur immer korrekt funktionieren, aber auf einer anderen Architektur dann nicht immer korrekt funktionieren. Ja, das ist halt so ein bisschen ein Problem. Also Testing ist ganz schlecht, ein Parallelprogramm, aber oft findet man die einfachen Fehler damit. Und da können Sie sowas ausprobieren. Machen Sie das doch zu Hause, das funktioniert wirklich super. Und das ist ja gut, das, was ich gerade gesagt habe, das steht hier auf der Folie jetzt, dass das close to impossible ist. Genau, also wenn Sie das selbst programmieren, dann finden Sie die einfachen Fehler. Aber Sie können nicht nachweisen mit einer Ausführung auf einer gewissen Architektur, dass Ihr Programm fehlerfrei ist. Ja, denken Sie da gar nicht dran, das ist wirklich ziemlich unmöglich. Ja? So. Und wie komme ich jetzt da raus? Also das üben wir dann auch noch ein bisschen später. Also entweder definieren Sie diese Invarianten, ja, dann können Sie nämlich konkret sogar beweisen, dass das funktioniert. Das hatte ich jetzt so ein bisschen salopp gemacht in den letzten Folien, aber wir machen das noch besser. Also ganz präzise hatte ich es gemacht für den Peterson-Log, erinnern Sie sich dran, hatte ich ganz präzise die Invarianten definiert. In diesem einfachen Beispiel habe ich es geschafft, in 20 Minuten Ihnen das zu beweisen an den Folien. Hier bei dem Barrier hätte mich das wahrscheinlich schon eine Dreiviertelstunde pro Beweis gekostet, also das wäre dann... Geht auch mit Invarianten, aber es ist recht komplex. Aber was ich empfehle, ist, diese Invarianten so als gedankliche Stützen zu benutzen. Ja, was muss es denn machen und macht es das denn tatsächlich? Und wenn Sie es dann formal beweisen wollen, dann können Sie das natürlich auch machen. Dann müssen Sie aber an der Stelle Induktion wieder einsetzen. Sie müssen ja über alle Threads beweisen. Und da kommt dann auch dieser Turnstile rein, warum Sie den brauchen, wenn Sie das tatsächlich per Induktion beweisen. Was natürlich noch sinnvoller ist, fragen Sie doch andere Leute, die sich das schon mal überlegt haben. Ja? Also dieser Turnstile-Barrier ist einfach bekannt. Ja, also es gibt schon Lösungen für so bekannte Probleme. Ja. Das wäre meine erste Idee, einfach zu sagen, okay, ja, ich habe irgendwie ein Problem. Kann ich das irgendwie auf irgendwas mappen oder reduzieren, was jemand anders schon gelöst hat für mich und was korrekt ist? Was noch einfacher ist, wenn ich irgendwie ein Problem habe, finde ich einfach eine Bibliothek, die das machen. Natürlich ist das Schlagwort hier good.
Ja, also wenn Sie irgendwas aus dem Internet runterladen, dann muss das nicht unbedingt korrekt sein. Aber die Java Concurrent Collections, for example, oder Concurrent Collection, ist relativ gut. Ja? Okay, als Zusammenfassung nochmal, Logs sind nicht genug, ja, bei weitem nicht. Und wir müssen eben Methoden wissen, Methoden kennen, mit denen man auf Events warten kann. Und das kommt jetzt noch viel mehr. Und Notifications, also Benachrichtigungen schicken kann. Wir haben Semaphoren und dann, also Semaphoren kennengelernt für eine Producer-Consumer-Synchronisation. Wir haben Rendezvous und Bearers gehabt, klar, hatte ich gerade gesagt. Ne, was wir jetzt machen, ist Producer-Consumer und Condition-Variablen. Und Monitors sind nichts weiter außer Logs mit Condition-Variablen. Also das klingt bloß so kompliziert, ist es aber nicht. Also das Producer-Consumer-Muster, ne, das ist das Einfachste und auch das wirklich, wenn Sie Parallelrechner machen, das ist das Muster. Faktisch alles ist irgendwie Producer-Consumer. Ist auch irgendwie klar, weil Daten werden irgendwo berechnet und dann irgendwo gelesen. Ja, also immer wenn ich irgendwie eine Schreib-Lese-Relation habe, ist das ein Producer-Consumer-Muster. Und natürlich sind irgendwie alles, ich kann ja nur den Speicher synchronisieren, das ist faktisch alles Producer-Consumer. Ja? Ganz wichtig. Es gibt einige Ausnahmen natürlich, aber 90%, 99% fast. Okay, also passen Sie jetzt auf. Also Sie haben immer, und das ist aber ziemlich einfach, das ist das Gute. Jetzt haben wir noch eine kurze Pause in der Komplexitäten-Vorlesung. Sie haben immer einen Produzenten-Thread, nochmal T0, und einen Konsumenten-Thread, T1. Ja, und der Produzenten-Thread, der schreibt oder erzeugt dieses X. Und der Konsumenten-Thread, der liest oder konsumiert dieses X. So. Ja, also T0 erzeugt das X und schickt es halt an T1. Ja? Und dann der T1 benutzt das X. Klar. So, jetzt ist die Frage, müssen wir X synchronisieren? Eigentlich nicht. Ja? Weil X, wir müssen den Produzenten und den Konsumenten synchronisieren, aber X eigentlich nicht, weil es gibt ja genau einen Zeitpunkt, wo X geschrieben wird und wo X gelesen wird. Und die beide muss ich synchronisieren. Also wir brauchen irgendwie, in anderen Worten, wir brauchen diesen Synchronisationsmechanismus, mit dem ich X von T0 nach T1 bewegen kann. Ja? Okay? So, und das ist genau dieses Producer-Consumer-Pattern. Und das ist ein fundamentales Pattern, das haben Sie auch in der Rechenarchitektur schon gesehen, nämlich genau alles, was mit einer Pipeline funktioniert, ist Producer-Consumer. Ja? Alles, wo man irgendwie Datenflüsse definiert in einem parallelen Programm, ist Producer-Consumer. Ja, hier an der Stelle haben wir drei Threads, T0, T1 und T2. T0 ist ein Producer, T1 ist ein Consumer und wieder ein Producer. Ups, habe ich ein R gemalt. Ein Producer. Ups, habe ich irgendwie ein R im Kopf. Und T2 ist ein Consumer. Ja, also jegliche Pipeline, die Sie malen können, hat Producer und Consumers. Übrigens, Ihre CPU-Architektur, jegliche Architektur implementiert das mit Transistoren. Ja? Wenn Sie FPGAs später mal programmieren, alles, was Sie machen, ist im Endeffekt Datenfluss definieren und das sieht immer so aus. Also natürlich haben Sie dann Millionen von diesen Producern und Konsumenten, die Sie irgendwie synchronisieren müssen, entweder über eine globale Clock, also globale Zeitquelle, sodass dieses X immer an einem gewissen Zeitpunkt übergeben wird oder über irgendwelche anderen Mechanismen. Ja. Wir werden keine globale Zeit hier benutzen in dieser Vorlesung, wir benutzen andere Mechanismen, die ich danach einführen werde. Ja, also zum Beispiel mit Logs könnte man es machen, aber Logs sind nicht so elegant. Na, also es ist wirklich eines der fundamentalsten Probleme in der Informatik, diese Producer-Consumer. Weil am Ende, was Sie machen, um einen Rechner zu programmieren, Sie müssen Milliarden von Transistoren synchronisieren. Irgendwas zusammenzumachen. Ja, und das gibt auf verschiedenen Levels. Und wir sind hier an dem fast höchsten Level. Aber Sie können das beliebig weit runter. Alle Konzepte, die ich Ihnen erkläre, sind die gleichen. Ja? Und zum Beispiel auch kann ich damit Tweets in der Cloud-Pipeline auch anschauen. Das nur so als Witz. Okay. So, wie implementiere ich jetzt auf dem höchsten Level, wie wir hier in dieser Vorlesung machen, einen Pipeline-Knoten? Ja, das ist relativ trivial, wie gesagt. Wir sind gerade so ein bisschen im Relaxierungsmodus hier. Also habe ich hier so eine Schleife, der Pipeline-Knoten, der hat also eine konsumierende Seite und eine produzierende Seite. Also irgendwo geht es rein und es geht wieder raus. Runter. Wunderbar, kein Problem. Was der macht, ist, der hat einfach eine Endlosschleife, in der er von dem Input-Channel, jetzt haben wir hier einen Kanal, Input-Kanal Q-In und den Output-Channel Q-Out.
Ja, und das, was der einfach macht, ist, der nimmt irgendwie, also hier ist es dann so eine Queue sozusagen, er nimmt ein Element runter und hier ist dann wieder so eine Output Queue und da schmeißt er ein Element drauf und zwischenzeitlich gibt es diese Funktion do something. Ja, okay, nichts weiter Schweres. Wie ich gesagt hatte, diese Pfeile, die jetzt die Elemente tragen, die sind durch eine Queue implementiert, eine sogenannte Producer-Consumer-Queue. Typischerweise sind die FIFO, ja, das ist wie sehr einfach, das ist hier in diesem Fall eine Single-Producer-Single-Consumer-Queue, also hier habe ich Producer-P, sagen wir mal, und Consumer-Q, wo es eben einen einzelnen Prozess gibt, der da reinsteckt, einen einzelnen Prozess gibt, der da rausnimmt. Es gibt natürlich auch Multi-Producer, Multi-Consumer-Queues, die sind relativ wichtig in der Praxis, weil wenn Sie viele Prozesse haben, die Sachen erzeugen können und viele Prozesse haben, die also konsumieren können, der Pfeil hier ist vielleicht falsch rum, das sollte irgendwie so rum sein, dann sehen Sie das also sehr oft in der Praxis. Ja. Was dann typischerweise passiert ist, wir haben einen Baustein, der nennt sich Queue in der Mitte und dann gibt es eben eine Funktion, die Enqueue implementiert und eine Funktion, die Dequeue implementiert. Also diese Prozesse rufen hier Queue, Enqueue und auf dem gleichen Element, ja, das werden wir gleich noch brauchen, und diese rufen hier Queue, also wenn das hier, das Ding hier Queue heißt, natürlich Queue, Dequeue, und Sie sehen schon, all diese Sachen passieren parallel. Es kann parallel mehrere Enqueue-Prozesse geben und parallel mehrere Dequeue-Prozesse und natürlich auch parallel Dequeue- und Enqueue-Prozesse. Ja, das ist der allgemeine Fall, den wir hier anschauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie denn so eine Queue aussieht. Das hatten Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon im ersten Semester. Aber ich kann es kurz nochmal wiederholen. Ja, die Queue ist typischerweise ein sogenannter zirkulärer Buffer. Oft wird es Bounded FIFO genannt, weil es eine fixe Größe hat. Ja, hier an der Stelle hat das Ding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, zähle ich jetzt nicht, also irgendwie 10 oder so Elemente. Nee, sieht aus wie 12, wenn da B11 ist am Ende. Und das ist linear im Speicher. Dann habe ich immer zwei Pointer in diese Queue, einen Out-Pointer und einen In-Pointer. Nämlich genau der In-Pointer sagt mir, wo das nächste Element eingefügt wird von der Enqueue-Operation und der Out-Pointer sagt mir, wo das nächste Element rausgenommen wird von der Dequeue-Operation. Ja, und dann natürlich gibt es Semantiken, die dann, wenn ich hier rauslaufe, komme ich im Endeffekt hier wieder rein. Ja, also Wraparound. Dann male ich das oft zirkulär. Na, und dann kann ich das ganze Ding, das ist ja exakt das gleiche hier, also B11 ist dann vor B0, ich weiß nicht, hier sehen, dieser Wraparound, wenn ich das zirkulär male, ist es ein bisschen intuitiver, aber im Endeffekt ist es linear im Speicher. Ja. Die Zirkularität wird einfach durch die Modulo-Operation auf dem Zahlenring zur Basis der Größe ausgeführt, zur Basis der Größe dieses Objekts. Okay, so wie implementiere ich das jetzt? Also konzeptuell ist das ja nahezu trivial. Die Implementierung ist übrigens auch sehr einfach. Ich mache es relativ schnell. Ja, jetzt haben wir hier wieder dieses Objekt. Dort habe ich die zwei Outpointer. Ja, ist eben an der Stelle 4. Also diese Variable, die da drin steht, ist die Offset-Stelle in dem Objekt. Und der Inpointer ist an der Stelle 7. Und damit sind drei Elemente, nämlich in minus out, in dieser Queue drin. Okay. Jetzt sagen wir mal, ich enqueue ein neues Element D. Was ist da jetzt passiert? Ich schaue mir den In-Pointer an, ja, der ist hier auf 7. Dann schreibe ich das Element D rein und mache da ein Plus-Plus auf dem In-Pointer. Natürlich ist es ein Plus-Plus modulo die Size. Ja, modulo ist der Operator hier, das ist das Prozentzeichen. Ist wahrscheinlich in Java auch so, aber in C++ definitiv. Aber wie gesagt, je nachdem, wie Sie Modulo in Ihrer beliebtesten Sprache schreiben. So, dann enqueue ich das Element E. Ja, was passiert? Nichts weiter. Ich mache das Plus Plus hier auf dem In-Pointer und stecke das Element E an die Position des In-Pointers. Ja, super. Ich habe dann ein Dequeue-Beispiel hier. Jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir das E eingefügt. Jetzt mache ich ein Dequeue. Dequeue schaut mir den Out-Pointer an. Das wird schon fast langweilig, ich weiß. Leider kann ich Ihre Gesichter nicht sehen und einschätzen, wie langweilig es wird. Ich mache mal ein bisschen schneller. Man kriegt dann halt das A zurück und dann bewegt man diesen Pointer natürlich um 1 weiter. Ja, jetzt ist das wieder mit Plus Plus. Und man hat dann 5 einfach da in diesem Pointer. Ja.
Gut, wie implementiere ich das jetzt? Das Wichtige kommt gleich. Ich muss das Setup hier machen, damit wir alle verstehen, was wir genau hier machen. Jetzt habe ich hier diese Klasse Queue. Kann ich wieder nur empfehlen, das mal zu Hause auszuprobieren. Wir haben den Inpoint, wir haben den Outpointer, wir haben die Größe, wir haben den tatsächlichen Puffer. Ja, okay, immer noch trivial. Diese Queue hat natürlich einen Konstruktor, der setzt die Größe, also die als Parameter kommt, der initialisiert die In- und die Outpointer auf 0 und initialisiert den Puffer auf die Größe. Immer noch einfach. Dann haben wir eine private Funktion, die heißt Next. Die nimmt ein Offset und addiert plus 1 auf den Offset modulo die Größe. Also die implementiert diesen Ringpuffer. Ja, das hatte ich ja vorhin gesagt. Also dieses Prozentzeichen bedeutet modulo, das ist eine Restwertdivision. Einfach an der Stelle. Aber das hatten sie bereits. So, dann nehme ich den, gibt es die Funktion NQ, ja, die ist genau wie ich beschrieben hatte, also die nimmt ein Item, die steckt dieses Item an die Position in, also den derzeitigen Pointer in meinen Puffer rein und inkrementiert, also next, meinen In-Pointer. Ja, und dann gibt es die DQ-Funktion, schreibt das Item, was halt derzeit an dem Out-Pointer sitzt, von dem Puffer in die lokale Variable Item, inkrementiert den Outpointer und gibt dieses Item zurück. Ja? Okay, man könnte es auch mit Tricks machen und die lokale Variable einsparen, aber das ist jetzt hier die korrektere, also korrekter aussehende Variante, die einfache Variante. Okay, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich von einer leeren Queue dequeue? Ja, oder was passiert, wenn ich in eine volle Queue enqueue? Ja, in diesem Fall hier, bei mir, in meinem Code, den ich ja geschrieben habe, der würde sich da nie, sogar im sequentiellen Falle inkorrekt verhalten. Ja, da würde entweder ein Element zurückgeben, was tatsächlich nie in der Queue war, oder derzeit nicht in der Queue war, es war vielleicht mal in der Queue, aber vorher. Oder es würde ein Element überschreiben, wenn ich in eine volle Queue enqueue. Ja, was ich dann natürlich jetzt noch machen muss, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, ob meine Queue voll ist, bevor ich enqueue machen kann. Und das gibt es, führe ich eine Variable ein isFull. Ja, und was ich da mache, ist wieder relativ einfach. Ich schaue einfach, ob der nächste, also wenn ich den Inpointer 1 weitersetze, ob ich dann den Outpointer überschreiben würde. Ja, also wenn in plus 1 modulo size gleich out ist, dann würde ich zwar noch nichts überschreiben, aber ich würde dann nicht mehr unterscheiden können von dem zweiten Fall. Aber das werden wir gleich sehen. Ja. So. Also wenn das der Fall ist, wenn ich durch Weiterbewegen des In-Pointers auf den Out-Pointer kommen würde, ja, ohne das jetzt zu machen, dann sage ich, die Queue ist voll. Das hat natürlich zur Auswirkung jetzt, dass immer ein Element hier leer bleiben wird. Weil das könnte ich ja theoretisch noch beschreiben und dann das 1 weitersetzen. Ja. Also irgendwie ein Element ist nicht benutzbar in der Queue. Aber typischerweise sind diese Elemente sehr klein, ein Integer oder sowas. Also in unserer Vorlesung sind es sehr kleine Elemente. Wenn das sehr große Elemente sind, dann sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schema überlegen. Dann ist es aber trotzdem einfach zu lösen. Das ist einfach hier ein bisschen einfacher. Also der Vorteil hier ist, dass wir keine weitere Variable einführen müssen. Weil der zweite Fall ist empty, ist jetzt einfach, wenn In- und Out-Pointer auf der gleichen Stelle sitzen, nämlich initialisiert zu 0, oder wenn sie sich schon weiter bewegt haben, einfach den gleichen Wert haben, dann sehen wir die Queue als empty an. Ja, nun sehen Sie ja, dass wenn wir dieses Element füllen würden und den In-Pointer weiter bewegen, dann wäre In gleich Out und dann wäre die Queue eigentlich voll, aber würde aussehen wie empty. Also wäre voll und empty nicht unterscheidbar, also voll und leer, Entschuldigung, wäre voll und leer nicht unterscheidbar. Und wir unterscheiden das dadurch, dass wir ein Element freilassen. Ja? Auch nicht weiter kompliziert. Also wir sind immer noch bei der sequentiellen Implementation der Queue. Sie haben das wahrscheinlich schon mal gesehen, aber bloß um das nochmal klarzustellen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt tatsächlich hier Synchronized. Jetzt haben wir doch Producer-Consumer-Queues mit Parallelismus. Also merken Sie sich, oder ich habe ja nochmal für Ihr Verständnis die DoEnQ und DoDQ-Funktionen, die wir gerade, jetzt soll ich ein bisschen zur Seite gehen, die wir uns gerade hergeleitet haben, nochmal auf der Folie. Und ja, aus irgendeinem Grund ist die Auflösung jetzt schlecht. Ja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt wieder zurückkommt. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Okay, ist offensichtlich bloß Timo. gut, dann gibt es diese NQ und die DQ-Funktionen. Also in jedem Fall wird es das volle Auflösung Video geben, die lokale Aufzeichnung in HD. Dann
müssen wir jetzt natürlich in der NQ-Funktion, die ist jetzt synchronized, ja, das ist jetzt wirklich wichtig, weil es können ja jetzt mehrere kommen, wir gucken vorher, ob die Queue voll ist. Das will ich mal ein bisschen ordentlicher machen hier. Gucken vorher, ob die Queue voll ist. Und während die Queue voll ist, ja, in der NQ-Funktion warten wir einfach. Okay? Das ist so eine triviale Lösung, weil irgendwann muss ja mal jemand kommen und das dequeuen. Ja, nämlich, und dann, wenn da jemand gekommen ist und das dequeue, also die Funktion, die Queue ist nicht mehr voll, dann machen wir weiter. Ja? Überlegen Sie schon mal, was hier dran kaputt ist, das wird gleich wieder ein Problem geben. Wie immer. Aber damit können Sie ja mitdenken. So, und dann haben wir die Funktion dequeue, ja, die ist auch wieder synchronized. Und wenn die Funktion, die wartet einfach, während die Funktion, Entschuldigung, während die Queue leer ist. Ja, wenn ich etwas rausnehmen möchte und die Queue leer ist, dann warte ich einfach, bis irgendwas drin ist dann mal. Ja, und wenn dann endlich was aufgetaucht ist, dann mache ich diese dequeue-Funktion. Also spielt eigentlich gar keine Rolle, was diese dequeue- und nq-Funktionen machen. Sie wissen ja, wie die genau funktionieren. Sie wissen ja, was die konzeptuell machen. Ja, die fügen ein Element hinzu oder nehmen ein Element raus. Ja. Jetzt ist eine Frage, eine interessante Frage. Don't we have to do next also synchronized? So, also das next ist ja jetzt hier. Ja, hier oder da oben. Sollte das nicht auch synchronisiert sein? Ja, das ist ja synchronisiert. Das ist durch dieses synchronized und dieses synchronized hier oben bereits synchronisiert. Das ist ja innerhalb eines synchronisierten Blocks, wird das gerufen. Und damit geht es. So. Und wo ist jetzt das Problem? Oh, jetzt habe ich zweimal gedrückt, jetzt sehen Sie das Problem schon. Okay, aber viele von Ihnen haben es sicherlich schon festgestellt, dass, ja, wenn jetzt die Queue voll oder leer ist und ich laufe da rein und der andere wartet in dem Log auf den anderen Prozess, das freizustellen, ja, das geht nicht. Ja, weil der, während ich hier warte, hier oben, halte ich den Log auf der gesamten Queue. Und hier genauso, während ich hier warte, halte ich den Log auf der gesamten Queue. Und das führt natürlich zum Deadlock, egal in welchem Fall. Also es ist komplett kaputt. Das sieht man eigentlich in wenigen Sekunden hier. Okay, also das funktioniert nicht. Jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, wie diese Queue immer noch korrekt synchronisiert ist, aber nicht dieses Synchronize benutzt. Weil offensichtlich Synchronize blockt ja das ganze Queue-Objekt. Ja? Okay, lassen wir das mal versuchen. Jetzt nehmen wir mal eine nicht so elegante Methode, aber eine Methode, die einfach zu verstehen ist. Jetzt benutzen wir einfach mal Sleep. Wir sagen, okay, also ich habe jetzt diese Public Void NQ. Es ist bloß die NQ-Funktion, die DQ-Funktion funktioniert einfach äquivalent. Also ohne Einschränkung der Allgemeinheit sozusagen. Was wir hier machen, ist, wir haben eine Endlosschleife. Ja, die wird dann hier durch das Return verlassen, also es ist nicht ganz eine Endlosschleife, aber eine While-True-Schleife. Die nimmt den Log zuerst. Ja, also wir versuchen immer wieder den Log zu nehmen. Wir schauen, ob das Ding jetzt voll ist im NQ. Wenn es nicht voll ist, also wenn es voll ist, dann geben wir den Log wieder auf, nämlich genau hier unten wird der Log wieder aufgegeben. Und wenn es nicht voll ist, Entschuldigung, machen wir was mit dem Fall, wenn es voll ist. Ja, wenn es voll ist, dann geben wir den Log wieder auf und dann schlafen wir direkt, ohne den Log zu halten. Ja, das ist wichtig. Wir geben den Log auf und dann schlafen wir. Das erinnert uns doch so ein bisschen an diese Test-and-Test-and-Set-Geschichte. Ja? Also hoffe ich, dass Sie sich jetzt daran erinnern. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und so, jetzt gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber jetzt stellen wir, sagen wir mal, der Fall, wenn das tatsächlich wahr ist, also dass die Queue nicht voll ist in der NQ-Funktion, ja, dann wollen wir ja was einfügen. Ja, dann machen wir einfach das do NQ und dann das return. Ja, das ist auch ein einfacher Fall. Also das bedeutet, wenn die Queue voll ist, geben wir den Block auf und warten ein Weilchen und versuchen es nochmal. Ja? Und das klingt doch ganz gut. Oder? Das einzige Problem, was wir immer haben bei diesen wir warten irgendwie eine Weile Funktionen, ja, wie lange warten wir denn jetzt eigentlich? Worauf wollen wir denn eigentlich warten? Eigentlich ist doch klar, dass wir nicht irgendwie eine zufällige Zeit warten wollen, wie in dem Falle des Logs, was wir vorher hatten. Eigentlich ist doch relativ klar, dass wir einfach bloß warten wollen. Auf was warten wir? Vielleicht können Sie mir helfen. Auf was wollen wir hier warten? Das ist eigentlich relativ klar definiert, auf was wir warten.
in der NQ-Funktion mit der vollen Queue. Genau, wir warten auf irgendjemanden, der da was einfügt. Auf einen Produzenten, richtig. Ja, nun wäre es doch toll, wenn der Produzent direkt uns sagen könnte, ich habe da jetzt was eingefügt. Und nicht, wie wir warten einen zufälligen Zeitraum und dann gucken nochmal. Ja, das ist ja relativ dumm. So, und da können wir jetzt wieder unsere beliebten Semaphoren auspacken. Jetzt können wir doch sagen, okay, ja, wir nehmen jetzt mal Semaphoren zur Hilfe. Und zwar 3 Semaphoren in diesem Beispiel, was ich vorschlage. Sie können kreativ sein und andere Vorschläge generieren, aber folgen Sie mir einfach in diesem Beispiel. Wir haben einmal eine Semaphore, die nenne ich Manipulation. Das ist wieder eine binäre Semaphore, das ist wieder einfach ein Lock. Ja, also das könnte man auch Lock nennen, aber ja. Dann habe ich eine Semaphore, die sagt Non-Empty. Das ist die Semaphore, wo der Producer dem Consumer sagt, dass die Queue jetzt not empty ist. Ja? Oder Non-Full. Genau andersrum, wo der Consumer dem Producer sagt, dass er jetzt eins rausgenommen hat und die Queue jetzt non-full ist. Na, also Sie stellen, sehen das schon. Wir benutzen hier dieses Zählprinzip, nämlich genau die non-empty initialisieren wir auf 0. Sagen, okay, die ist einfach 0. Wenn jetzt jemand darauf wartet am Anfang, dann ist die 0, weil die ist ja tatsächlich leer am Anfang. Die non-full, die initialisieren wir mit der Größe. Ja, weil die ist ja tatsächlich am Anfang non-full, die Queue, die ist ja leer. Also die hat size viele Slots da drin. Okay, jetzt können wir uns einfach mal schauen, wie wir das implementieren könnten. Sie können sich jetzt schon wieder gefasst drauf machen, dass es gleich ein Problem geben wird in unserer Queue-Implementation. Aber ein kleines, also es ist nicht fundamental kaputt. Wir haben hier diese NQ-Funktion. Na, gehen wir einfach mal die NQ-Funktion durch. Dort nehme ich mir sozusagen diesen Lock, Manipulation Lock. Ignorieren wir erstmal dieses Try-Catch-Gedöns hier. Das ist im Endeffekt... Das muss gemacht werden, weil jeder dieser Locks könnte eine Interrupted Exception kriegen und die muss man dann irgendwie fangen und dann darauf reagieren. Aber das ist im Endeffekt bloß so ein bisschen Java-Overhead, den wir in Kauf nehmen. Ich werde es jetzt nicht weiter erklären. Also hier haben wir diese Manipulation Acquire, Manipulation Release. Ja, das ist einfach unser Lock. Ja, das alles, was da drin ist, passiert atomar über diese beiden Threads. Oder über alle Threads. Entschuldigung, es könnten mehr als 2 Threads sein an der Stelle hier. Okay, dann in der NQ-Funktion mache ich ein Non-Full Acquire. Also weil ich kann ja bloß enqueuen, wenn es nicht voll ist. Erinnern wir uns? Non-full was initialisiert, wurde initialisiert auf Size. Das heißt, am Anfang wird es einfach 1 runterzählen. Wird funktionieren. Dann stecke ich mein X, was ich hier oben gekriegt habe, in diesen Puffer. Dann mache ich mein Next. Also da könnte ich auch die Funktion Next rufen. Aber ja, ignorieren wir jetzt einfach mal. Und dann mache ich ein Non-Empty Release am Ende der enqueue-Funktion, weil wir haben ja jetzt was enqueued. Das heißt, ich möchte jetzt sagen, dass jetzt ein Element drin ist. Und das mache ich über dieses Non-Empty-Feature. Die Dequeue ist exakt das gleiche, bloß in grün. Ja, also da mache ich wieder dieses Manipulation-Ding, also dieser Lock. Jetzt nehme ich die Non-Empty-Acquire, weil ich habe ja jetzt was rausgenommen. Ja, also muss ich das dekrementieren in diesem Non-Empty. Ja, dann nehme ich tatsächlich diesen Wert raus in mein X. Dann mache ich genau das gleiche, also den Outpointer Next an der Stelle her. Und dann nehme ich die... Ja, dann habe ich wieder diese Exception und dann mache ich das Non-Full-Release, weil ich habe ja gerade was eingefügt. Ja? Rausgenommen, Entschuldigung. Ja, okay, also das sollte jetzt relativ klar sein. Ja, sehen Sie ein Problem? Ja, wir haben ja wieder so Semaphoren am Laufen. Semaphoren sind immer ganz gut. Das sind ja im Endeffekt Locks hier. Ja? Wie gesagt, dieses blaue Gerät hier ist ein Lock. Und wenn man Locks im Spiel hat, dann muss man immer erstmal drüber nachdenken, ob man Deadlocks hat. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir keine Locks mehr haben. Und ja, wir haben ja einen Deadlock in dieser Geschichte. Nämlich genau, und der ist super einfach zu beheben. Aber ich möchte in der letzten Minute das jetzt einfach noch abschließen. Nämlich genau, dass wenn der Produzent, der kriegt den Non-Empty... Ja, machen wir es einfach mal hier, nicht hin und her zu springen. Der Produzent kann den Non-Empty Semaphore besitzen, aber die Manipulation, auf diese Manipulation Semaphore warten. Und gleichzeitig kann der Konsument die Manipulation Semaphore besitzen und auf die Non-Empty Semaphore warten. Das gleiche können Sie für die Non-Full Semaphore sich anschauen. Und wie löse ich das? In den letzten Minuten kann aber noch einer von Ihnen noch die Lösung geben. Wir können es jetzt hier einfach nochmal, ich zeige Ihnen nochmal den Code. Wie beheben Sie das Problem? Na, das Problem ist jetzt hier, dass ich jetzt das hier habe
und gleichzeitig diese Manipulation-Dinger warten habe. Ja? Aufeinander, wechselseitig. Und natürlich habe ich dann die Program Order hier wieder. Wie behebe ich das? Jetzt wäre ja vielleicht zu viel Clutter drin, ich mache es ja immer aus. So. Hat einer eine Idee? Eine Global Order, genau, genau. Aber hier ist es noch einfacher. Also man könnte natürlich, das ist immer die richtige Antwort, man kann eine globale Ordnung einführen. Aber hier würde ich einfach diese beiden tauschen. Kann ich auch den Kreis brechen. Den ich gerade, genau, wie das wurde jetzt auch von ihren Kommilitonen geschrieben, die Symmetrie brechen. Man kann die Symmetrie brechen, das ist richtig, aber das Problem ist, die Symmetrie ist einmal auf dem Non-Full und einmal auf dem Non-Empty, also muss man im Endeffekt beide tauschen. Also hier, das ist jetzt das korrekte Resultat. Ja, und damit möchte ich jetzt die Vorlesung für heute beenden und wir machen dann morgen weiter an dieser Stelle. Und ich bin, wie gesagt, noch ein paar Minuten da, falls es noch Fragen gibt.